Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr alle einschaltet. Ich wollte nochmal Dankeschön sagen an den ganzen Support momentan, Freunde. Und schreibt gerne mal in die Kommentare ein Herz für den, der auch ein Herz schreibt. Ihr wisst, diese ganze Kettenreaktion. Teilt Liebe untereinander, Freunde. Wir sind eine große Community und ich bin sehr stolz darauf, dass ich immer noch meine Klicks mache mit YouTube, obwohl ich schon 2 Jahre dabei bin, Freunde. Und es ist kein Halt in Sicht. Das heißt, ich werde jeden Tag weiterhin Videos bringen. Mit dabei ist heute der D-Schwanz. Hallo, ich bin auch mit dabei. Ich habe damals André kennengelernt auf YouTube und wir haben uns verliebt. Nein, das war Spaß. Wie Spaß? Dachte, wir wären echt verliebt. Ach so. Nein, Freunde, wir mögen uns auch im Real Life sehr gerne. Wir machen heute ein 60-Level-Speed-Death-Run, ja? Das heißt, eigentlich genau mein Ding, D-King. Es geht eigentlich, ich denke mal, alle 60 Level sind mit diesem Schnelllaufen. Ich habe den in Stream einmal angezockt, um zu gucken, wie cool der ist. Und du siehst schon, D-King, es macht unnormal viel Spaß. Ich liebe dieses... Ich muss gar nichts machen! Okay, wir spielen hier... Ich hoffe, wir kommen auf 10 Minuten damit. Ja, wir spielen hier um 1 Million Euro. Boah, ich wäre dabei. Ich nicht. Freunde, schreibt mal in die Kommentare, was ihr mit 1 Million Euro machen würdet. Lamborghini kaufen. Echt jetzt? Also das glaube ich dir sogar, Digga. D-King wäre so einer, der hätte sich irgendwie einen Rolli geholt. Ein Rolls Royce. Und dann hätte er kein Geld mehr, aber er wäre glücklich. Ich sag immer, es gibt verschiedene Wege, um glücklich zu sein. Ja, wenn ihr 1 Million im Lotto gewinnt und einfach das auf den Kopf haut und sagt, Digga, ich habe gelebt, warum nicht? Ich wäre so der Typ, ich denke an die Zukunft, Freunde. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter, habe ein Kind, alles drum und dran. Wo muss ich hin? Ich hätte einfach, keine Ahnung, Häuser gekauft, irgendwo investiert, ihr wisst, und dann alles verloren und dann hätte ich geweint. Ich auch. ich sag dir so, wie es ist, ich hätte safe Dings los. Dicky, du hast es nur geschafft wegen mir gerade. Ja, ich glaube, ich hätte mir safe 200 Rolex-Uhren gekauft. Könnte man machen, ist eine gute Investition, Freunde. Nein, Spaß. Also wer hat eine Mille in Uhren? Ich glaube, Mois, ne? Mois hat 1 Million Euro in Uhren, Freunde. Also ja, so, wie ich das gesehen habe. Du musst auch so überlegen, der hat auch eine Richard Mille, die echt ultra teuer ist, ne? Echt? Die Was kostet alleine 140.000 oder mehr, so, ne? Mehr, die der hat, gibt es 5 Stück von. Ich glaube, die kostet irgendwas mit 200.000 Euro. What the fuck, Freunde? Uhren. Einfach, um Zeit zu gucken. Du kannst halt einfach auch dir einen Wecker für 1 Euro holen, Digga, und den neben dich stellen. Aber es ist halt einfach dieses Privileg, ne, von schönen und gut verarbeiteten Sachen, Freunde. Das ist heutzutage so selten, dass es halt auch extrem lange dauert. Bestimmt dauert so eine Uhr 2 Jahre in Produktion oder so. Die muss ja perfekt sein. Die muss ja perfekt sein. Ich weiß nicht, ob es Uhrenleute unter euch gibt, Freunde. Wenn ja, schreibt mal gerne rein, welche ihr holen wollt. Ich hab mir, du weißt, Dicking, so Dezember, November, Digga, wo man gutes Cash verdient hat. Freunde, ich dachte mir auch so, eine Uhr wäre nice. Würde ich fühlen. Digga, der Death Run ist irgendwie gar nicht fertig gebaut. Kann das sein? Weil man kann einfach Sachen überspringen und so. Guck mal, wir überspringen das jetzt einfach. Guck. Oh. Okay, überspringen wir doch nicht. Ich hab's mit dem Schummeln geschafft. Nein. Doch. D-King ist halt einfach der Schummelgang-Anführer, Freunde. Er hat das wirklich ins Leben gerufen, falls ihr es gar nicht wisst. Boah, okay, ich hab nie geschummelt. Warte, wir waren an Uhren. Guck mal, wir spielen an Death Run und reden über Uhren. Ich hab mir so eine schöne Uhr, ausgesucht, Freunde. Ich liebe ja Rot und Gold plus Rot ist noch wilder. Und da war so eine, ich hab mir so eine... Nein. Ey! Digga, ich hab dich so hart gebupst. Holy shit, Freunde. Hör auf, Dicking, bitte. Ah, du bist so schlecht. Nein! Also, ich sag dir, meine Traumuhr, sag ich dir so, wie es ist, wäre eine Rolex Datejust 41 als B-Color, die Maxma hatte. Was denn B-Color? Mit mehreren Farben, oder was? Zwei, ja, das ist zwei einfach Farben? Silber-Gold. Boah, wild. Ich habe mir eine komplett goldene ausgesucht, mit rotem Zifferblatt. Und wie nennt man diese Dicking, du bist doch Kenner. Wie nennt man das, dieses Lünette. Das, was in der Mitte ist von der Uhr, was um deinen Arm rumgeht. Ja, einfach Dings, das Armband. Die Wirbelsäule. Ja, ich weiß, was du meinst. Du hast bestimmt das Juwelier-Armband genommen, ne? Mit so mehreren. Ja, das war so diese Art Wirbelsäule, Freunde, von den Uhren. Damit man sie tragen kann, damit sie geschmeidig ist, sozusagen. Ja, Armband. Das war in der Mitte dann, glaube ich, auch, ich glaube, so dieses Iced-Out-mäßig. Die sah unnormal geil aus. Wenn du damit draußen rumläufst, Freunde, natürlich würdest du dich so ein bisschen zu hart flexen. Aber
Ich feiere so eine Uhren einfach, weil aber das ist wie mit dem Auto, wenn du dir so ein richtig, so wie Deking zum Beispiel, er holt sich ein geiles Auto und holt sich die Farbe gelb, weil man will ja auch ein bisschen damit auffallen dann, weil sonst kann man sich halt auch einfach einen Fiat Panda holen, wisst ihr, wie ich meine? Ich hatte vorher einen Fiat Panda. Ja, ich weiß, deswegen sage ich das ja. Ja, wie gesagt, was halt viele manche nicht verstehen, so, man arbeitet ja auch für das Geld, weißt du? So, ja. Klar ist es etwas einfacher verdienteres Geld. Ja, was heißt einfach, ne? Eigentlich ist alles einfach verdientes Geld, wenn man Spaß dran hat, Freunde. Ja. Deswegen ist YouTube mir auch so wichtig und deswegen bin ich auch immer so traurig, wenn dann gerade nicht läuft, sozusagen. Aber ich habe gelernt im Leben, wenn es nicht läuft, weitermachen, Freunde. Versuchen, noch besser zu sein als vorher. Und das habe ich auch gemacht. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie ihr meine Thumbies findet. Aber ich gebe mir echt 2, 3, 4 Stunden Mühe für ein Thumbnail momentan. Einfach mit Blender, dies, das. Ah, mein Gott. Ich schaff dieses eine Level nicht. Und das regt mich gerade sehr krass auf mit den Reifen. Ey. Ich weiß nicht mehr. Das Ding ist, mein Brain, Freunde, ich weiß nicht mal mehr, welches er meint. Das war vor einer Minute. Ich weiß nicht, ob ich mir Sorgen machen sollte. Nein, das ist, weil du alt bist. Oha, guck mal, wie er ist, Freunde. Einfach Deking sagt, ich bin alt. Obwohl er selber 45 ist. Warum sagst du jetzt mein echtes Alter? Ihr wusstet das gar nicht, Freunde. Deking ist schon 30. Ey, ich wollte gerade mit Schummeln was... Hör auf zu schummeln, Deking. Das wird immer bestraft. Man darf nicht schummeln, Deking. Schummeln ist nicht gut. Und ich wollte auch schummeln, hab kassiert. Schade! Ey, das ist doch Bananensaft. Frag mich nicht, wie ich da drauf gerade kam. Ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Und Freunde, was ich nochmal ein großes Dankeschön sagen wollte. Twitch, ja. Momentan, Freunde, ganz wilde Angelegenheit. Gibt mir extrem viel Motivation auch, Twitch. Macht doch übel viel Spaß. Und auch Kommentare. Ich verteile nicht mehr so viele Herzen, Freunde, damit nicht alle auf Herzen schwitzen. Aber ich lese mir trotzdem die Kommentare durch, ja. Deswegen, immer gerne kommentieren. Das hilft auch dem Algorithmus. Like da lassen auch, Freunde. Immer, ein Like tut niemandem weh. Also natürlich, wenn ihr das Video geguckt habt, danach gibt man Like, nicht vorher. Die Leute, die vorher geben, sind auch Ehre. Aber schaut euch gerne das Video an. Wenn ihr euch unterhalten gefühlt habt, dann könnt ihr Like da lassen. Ach du Kacke, was ist das? Ich wusste, dass ich reinscheiße bei dem Level. Ich wusste es. Es hat mich so verwirrt. Es war alles dieselbe Farbe, aber es war so zackenmäßig. Ich glaube, wir müssen einfach nur laufen. Ja, wild. Stand on the X and shoot the target. Okay, Butzbach. Hab ich. Butzbach, Erwachsenenvollzug. Immer wenn ich einen Shot mache, muss ich Butzbach sagen, Freunde. Ich habe jetzt so einen Tick. Ich kann nicht mehr anders. Boah, ich habe meinen Arschmies gerettet. Ja? Einer hat gerade Auge auf mich gemacht, wegen ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Freunde. Mein Gehirn setzt wildes echt Deutsch aus, Alter. Aber Hanuta macht echt schöne Maps und irgendwie hat er gerade so einen Marathon an Deathruns am Start, wo man, wo er irgendwie jeden Tag einen Defi raushaut. Und ja, das ist viel. Freunde, ich baue ja momentan im Stream auch meinen eigenen Deathrun mit meinem Bounty zusammen. Wann ist der fertig? Weil ich glaube, die ersten 30 Level sind irgendwie ready. Digga, was ist das? Was ist das? Ich habe noch einen Tick. Freunde, ich muss immer meine Cappy abmachen, meine Haare einmal durchstreicheln und die Cappy wieder draufsetzen. Darf ich deine Haare auch mal durchstreichen? Ja, würdest du gerne machen, oder? Ja. Die Leute feiern diese Stoppelhaare, Freunde. Ich feiere die auch. Ah, stimmt. Du hast ja Glatze gemacht, ne? Ja, so kurze Haare, ne? Komplett Glatze nicht, aber kurze Haare, Freunde. Boah, das könnte ich nicht, ne? Ja, bei dir wird's auch komisch aussehen. Ich habe ja so ein bisschen Bart. Hä, was ist jetzt los? Was? Mein Gesicht ist allgemein behaart. Das ist das Ding. Aber wo muss ich raufschießen? Shoot the air wands. Ah. Oh, wild. Hanuta, Digga, du Wilder. Er sagt jump, ich jump. Was passiert? Ich mach Odoman-Sprung. Hä? Das war ein bisschen so wie dieses Meme, Freunde. Er fährt links, ich fahr rechts. Unfall. Okay, wir jumpen genau, wo Jump steht. Zack. Ich mach das jetzt ohne. Ich mach das jetzt, wie André das macht. Das ist viel besser, Freunde. Wir jumpen schon früher und versuchen, diese Ecke mitzunehmen. Hier, Putz, guck. Einmal so wie André, Freunde. Deking, wo bist du, Digga? Ich bin mich gerade am Konzentrieren. Okay. Willst du mich aufholen, oder was? Ja. Das wird schwierig, Alter, mein Lieber. Werd ich schon nie im Leben. Ich bin jetzt erst bei Geld. Ich dir so, wie es ist. Ich weiß nicht mal, in welchem Level wir sind, Freunde. Ich glaube, das ist schon ziemlich das Ende, oder? Wir haben schon einiges an Level weggeknallt. Ich bin einfach gerade so konzentriert gewesen. Oh, wild. Junge, ich liebe diese Level, wo du eine Waffe hast, irgendwas abknallen musst. Und dann das Level nicht schaffst. Unangenehm.
Zack. Zack. Oh. Oh. Wild. Ganz schön gemacht. Hanuta, much respect to you. Hä? A lot of respect to you. You are very cool. Und? Oh, es was geht noch weiter, machen? Digga. Es geht noch weiter, Dicking. Hä? Wir was sind noch nicht am machen? Ende, mein Lieber. Ich bin bei diesem Bogending. Oh, wilder Typ. Oh, wie geil. Ich hab so Spaß gerade. Ich hab keinen Spaß. Ja, das glaube ich dir. Aber, Dicking, es ist doch alles gut. Hauptsache, wir unterhalten uns ein bisschen. Bist du ein bisschen? Umgeflexe, dass wir uns Uhren holen wollen. GG! Freunde! 60 Level in 14 Minuten reingehasselt. Ehrenmann André, in die Kommentare. Endgame, damit Dicking nicht zu Ende machen kann. Ey, bei mir ist Dings los. Bei mir schneit's einfach gerade. Und Dicking, du hast verkackt. Ich hab gewonnen. Das nein, ich hab gewonnen. Bei mir gewonnen. Steht Sieg, ich hab gewonnen. Freunde, wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne mich und Dicking auf YouTube abchecken. Ihr seid doch eh gerade auf meinem Video. Checkt gerne Dicking ab. Creator Code A, Y, T oder Dicking AC. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Haut rein. Ciao.